Du hast heute mitgebracht einen Bungalow, gell? Richtig, heute einen frei geplanten Bungalow, den wir auf Bauherrenwunsch geplant haben, ganz konkret. Wir stellen fest, dass durchaus das Thema Bungalow heutzutage, insbesondere für die etwas ältere Generation, die dann ein zweites Mal bauen möchte, wenn die Kinder aus dem Haus sind, nicht mehr den großen Flächenbedarf, der große Flächenbedarf dann da ist zum Wohnen. Vielleicht das Grundstück durchaus auch ein bisschen kleiner, um die Gartenarbeit sich einzusparen und ja, dann nochmal neu bauen und das möglichst auf einer Ebene. Genau, das ist Thema Bungalow. Das ist immer der Anspruch sozusagen, ne, dass Richtig. man keine Treppen mehr laufen muss. Und ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal direkt rein Ja, in gerne. den Bungalow und dann kannst du mir mal erklären, warum so geplant wurde, wie geplant wurde, was da das Ziel war von den Bauherren oder was die so wirklich umsetzen wollten. Und dann sieht man, glaube ich, auch wieder mehr. Gut. A better Also wenn der Bauherr place. zu uns kommt, zu uns als Architektin, besteht für uns so ein bisschen die Schwierigkeit im Vorfeld zu all dem ganzen Angebot dessen, was es am Markt gibt, von den verschiedenen Hausherstellern, Bungalow-Typen, katalogisiert nach Größen, auch doch immer noch mal die individuelle Lösung zu finden, mit dem Bauherrn zu erarbeiten, damit er sich möglichst dann selbst wiederfindet. Insofern sind im Grunde genommen alle Planungsaufgaben an den Architekten von seinem Bauherrn dann auch höchst individuell, wo er sich dann geschmäcklerisch wiederfindet, ablauftechnisch, welchen Flächenbedarf hat er dann auf seine Situation hin, auf seine aktuelle Lebenssituation hin. Vielleicht doch noch ein bisschen Flexibilität am Ende nachher. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, es nach wie vor ist ein Gastzimmer, vielleicht wenn die Kinder zu Besuch kommen oder irgendwo Besuch übers Wochenende mal bleibt, die sich dann so ein bisschen noch auch im Grundriss mit aufhalten, im Haus mit aufhalten können. Ja, besteht dann am Ende nachher doch die Schwierigkeit immer, dass der Bauherr sich individuell auch in seinem Haus wiederfindet und abhebt von dieser breiten Masse, die als Angebot am Markt Klar. kursiert. Ne? Es geht ja schon los beim Thema Grundstück und Zufahrt und na, Richtig. wenn deine Zufahrt dann nicht perfekt im Norden liegt oder ähnliches, na, dann passen schon wieder die Grundrisse im Standard eigentlich nicht. Geländeverlauf, Sonnenverlauf, Sichtachsen von Nachbarn, das sind ja alle so Alles Themen, so Themen, so ist die es, ja, irgendwo wichtig richtig. sind. Genau. Wenn wir jetzt hier, du hast schon angesprochen, ne, Bungalow gerade eher für als Altersruhesitz, sagen wir es mal so. Und häufig vielleicht aber noch das Thema, die Kinder vielleicht so gerade aus dem Haus oder jetzt studieren und so, nicht mehr jeden Tag da sozusagen, aber halt hin und wieder mal noch für ein paar Tage. Das muss irgendwo abgedeckt sein. Wenn wir mal hier am Eingang anfangen, haben wir ja eigentlich eine klassische Eingangssituation im Endeffekt, ne? Jetzt nichts Großartiges, aber auch das Bad nochmal als getrenntes Dusch-WC, ne? Genau, also vorne am Eingangsbereich, den Gast, Büro, vielleicht auch noch Arbeiten, so ein bisschen vorgeschaltet in Verbindung mit dem Gast-WC, was dann auch noch eine Dusche vorhält. So kann der Gast sich innerhalb der Restgrundstücksfläche auch zurückziehen, ohne immer wieder die Überlagerung oder Laufwege dann in dem eigentlichen Intimbereich zu haben. Wie gesagt, das hier war jetzt der Wunsch des Kunden, dann nachher einen großzügigen Koch Ess Wohnbereich zu haben, den möglichst auch durchgesteckt im Grundriss oder mindestens mal nach zwei Seiten zu belichten. Blickachsen in zwei Richtungen zu haben, lässt einen Grundriss auch etwas großzügiger wirken, als wenn ich immer nur eine Richtung aus allen Räumen habe und dann eben sehr individuell gestaltet als Sondersituation der Rückzugsbereich des Bauherrn für sich selber dann mit einem Badezimmer, einer Ankleide und dem eigenen Schlafzimmer. Das ist der Intimbereich, sage ich mal, dieser Bauherrn gewesen, ohne dass da Überlagerung mit Laufwegen oder Nutzungen dann mit dem Besuch am Ende nachher ist. Und dann klassischerweise die Doppelgarage natürlich angehängt mit der internen Verbindung aus der Garage über den Hauswirtschafts- und Technikraum hinaus dann als Andienung in die Küche. Genau. Finde ich auch cool, dass hier direkt dann auch ein Abfluss und ein Waschbecken geplant ist, ne? Da muss man mit dem, wenn man jetzt hier so einen Wärmepumpentrockner oder so einen Kondensattrockner hat, ne, muss man mit diesem Ding nicht dann immer komplett außenrum ins Bad oder nach unten ins Gästezimmer. Ich finde hier auch cool, dass es halt wirklich ein so Trakt ist im Endeffekt, ne? Also, dass man es wirklich als abgetrennten Bereich hat und dann aber trotzdem schön offen. Also, man kann ja wirklich vom Eingang Schon komplett durchschauen, bis genau, hinten durchschauen. durchschauen. So ist es, Ne? ja. Also, es hat schon auf jeden Fall was für sich und ich finde auch hier diese
die Ankleide, die ja fast so eine Pufferzone ist, ne, zwischen wirklich dann dem Schlafzimmer und wirklich so diesem Hauptwohnbereich, ja, finde ich auch wirklich sehr sinnvoll geplant. Wird dann viel natürlich auch mit Fenstertüren, das sieht man in den Ansichten, mit Fenstertüren gearbeitet, damit der Außenbereich auch optisch dann in den Grundriss hinein fließen kann. Fließende Übergänge ist so ein bisschen das Stichwort. Beim Bungalow ist natürlich sinnvoll, weitestgehend ein ebenes Grundstück zu finden, um eben nicht zu viel Geländeaufschüttung nachher zu haben, weil ich ja eben nur auf einer Ebene wohnen möchte. Klar. Also hier sehen wir jetzt auch mal die Ansichten, ne? Genau, da sieht man dann die, in dem Fall Hebeschiebetüranlage, aber alles im Grunde genommen bodentiefe Fenster, die die Sicht nach außen nicht versperren, richtig. Hier war es dann so, den Bauherrn, den Bungalow-Grundriss mit der Garage so ein bisschen alles einheitlich zu gestalten, alles unter einer Dachform und die Garage optisch nicht einfach so an den Baukörper, Hauptbaukörper anzuhängen mit einem Flachdach oder dergleichen, sondern es sollte alles so ein bisschen harmonisch wirken. Ja, ja, wirkt auch schön vom Dach, ne? Dass es hier im Prinzip zweimal so ein Walmdach ist. Ja. Der Dachanteil, die Schwierigkeit bei einem Bungalow gestalterisch ist auch, den Dachanteil nicht überproportional groß wirken zu lassen, sondern immer noch genügend Wandfläche auch zu geben, damit das Haus so ein bisschen größer wirkt, als wenn es vom Dach nachher so ein bisschen dachlastig ist. So ist es, ja, genau. Kann auch ein Thema sein, Dachhäuser, wo das Dach bis auf dem Boden, genau. Gibt's auch, aber stimmt, das kommt mir bei ganz vielen Bungalows so vor, dass es einfach ein bisschen zu viel Dach ist im Endeffekt. Okay. Garage ist so, muss man aber natürlich wissen, ist ein gutes Stück teurer, ne? Ja, richtig. Sie ist natürlich in die Hausoptik eingebunden. Ja. Und bedeutet am Ende nachher mehr Kosten. Ja. Allein durchs Dach halt, ne? Richtig, genau. Einfach nochmal mehr Dachfläche in der Hinsicht dann notwendig ist. Aber vielleicht kommt es, wenn ich dann noch einmal baue im Leben, vielleicht nicht auf die letzten 10.000 Euro an. Vielleicht, ne? Weil es ist ja gerade die Situation, wo man vielleicht eine alte Immobilie verkauft oder ähnliches und dann nochmal das hat. Aber ich finde es auch von der Optik her, wenn es das Budget hergibt, würde ich es auf jeden Fall so machen, weil es ist natürlich deutlich sinnvoller. Von der Situation im Bad, vielleicht gehen wir mal da noch genauer drauf ein. Ups, jetzt drehen wollte ich es eigentlich nicht. Ihr erlebt das hier live. Normalerweise ist ja immer die Amelie am Ziehen. So, Bad. Was war hier so der Gedanke, es ist ja relativ groß von der Fläche, ne? Ja, richtig. Diese Großzügigkeit auch beizubehalten, freistehende Badewanne irgendwo in der Ecke, die entsprechend wirken kann, vielleicht Fliesengestaltung im Hintergrund, eine besondere, die sich gegenüber der Restgestaltung des Innenraumes etwas abhebt, um das Ganze zu betonen. Die Dusche mit 90x90, WC, ein Bidet sollte auch noch mit geplant werden. Alles nicht direkt frei sichtbar, wenn ich die Tür aufmache, so ein bisschen Sichtschutz auch dann und dann klassischerweise der Doppelwaschtisch. Eigentlich so das Anforderungsprofil, ja. Ah, okay, ja, schön. Ja, ist auf jeden Fall, er wirkt sicherlich sehr großzügig am Ende des Tages, ne? Ja. Cool. Und Technikraum, wirklich so in der Mitte des Hauses, ne? Richtig, der Technikraum selber braucht ja keine natürliche Belichtung, kann also im Grundriss selbst liegen. Er hat die Schleusenfunktion zwischen der Garage und dem Restgrundriss, dem Wohnbereich. In der Technik ist dann unterzubringen, ja, je nachdem, welche Heizungsart ich wähle, dann eben Teile der Wärmepumpe und oder Waschmaschine, Trockner, klassischerweise dann auch die Hausinstallation. Auch vielleicht noch ein Regal, also so als kleine Empfehlung später, wenn es dann an die Umsetzung geht, nicht zu viel Platz dem Hausanbieter zu geben an der Stelle. Der wird immer gerne verbraucht, ohne dass dann für den Bauherrn selbst nachher noch die Möglichkeit besteht, ein Regal aufzubringen, sondern vielleicht planerisch schon frühzeitig darauf hinzuweisen, Achtung, der Bauherr möchte auch noch hier seine Wünsche realisiert wissen. Möchte auch noch ein bisschen nutzen können. Genau, so ist das, ja. Gibt es ein bisschen was zu beachten, wenn man jetzt den Technikraum im Haus plant? Also sprich, es ist ja, zumindest lese ich das manchmal in Angeboten oder in der Baubeschreibung, dass die, oder in so technischen Merkblättern eher, dass die Heizung an der Gebäudewand sitzen muss oder ähnlich, oder halt an der Außenwand? Naja, grundsätzlich werden die Wege von außen nach innen länger. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass zum Beispiel im Paket der Wärmepumpenlieferung Schlauchanschlüsse nur bis zu 5 Meter Länge mitgeliefert werden. Da kann es sein, dass da vielleicht nachher noch der ein oder andere Euro an Aufpreis zu berücksichtigen ist, wenn ich eben mehr Schlauch bringe.
Aber noch einen Schritt vorgeschaltet sollte man vielleicht frühzeitig, weil es dann Grundzüge der Planung auch sind, ist der Haustechnikraum im Grundriss liegend oder muss er an einer Außenwand liegen? Mhm. Vielleicht mit der Verbandsgemeinde / den Erschließungsträgern zu klären, denn viele wollen nicht, dass man lange unnötige Meter und Wege Leitungen verlegt von öffentlicher Seite aus, sondern möchten zum Beispiel direkt hinter der Außenwand unter der Bodenplatte herauskommen. Denn mehr Länge unter der Bodenplatte kann nachher auch bei Problemen dazu führen, dass ich dann eben, ja, ich sag mal, mehr Fläche aufstemmen muss in der Bodenplatte, um dann vielleicht Schäden zu beseitigen. Ne? Also es ist nicht immer gesichert, dass ich Hausanschlüsse weit in den Grundriss, in die Mitte des Hauses spazieren führen. Okay, also es ist auf jeden Fall eine höhere Anforderung, eine höhere Herausforderung. Ja. Ist es auch so, wenn ich jetzt eine rein innen aufgestellte Wärmepumpe haben möchte, dann das muss die ja nach außen irgendwie... Genau, das wird nicht funktionieren. Also eine Innenaufstellung komplett bedeutet irgendwo über Eck am besten dann im Grundriss die Technik zu platzieren. Okay, ne? Weil hier würde jetzt den Luftauslass. Genau. Das hier würde jetzt unterstellen ein Splitgerät, wo das Splitgerät vielleicht hinter dem Abstellraum neben der Garage steht, unter Berücksichtigung der Abstandsflächen zum Nachbarn oder aber im besten Fall dann hier eine Sondenbohrung, eine Erdwärmebohrung. Ne? Genau, also da gibt es ja dann die Möglichkeiten. Aber da sieht man, da ist auch, es wird ja oftmals ein bisschen verteufelt, dieses Splitgerät. Ne? Ja. Man hätte lieber eine Innenaufstellung. Aber man sieht, am Grundriss ist man manchmal vielleicht sogar ein bisschen flexibler, wenn man das mit so einem Split- und Außengerät machen kann. Auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Sache. Okay, ja super. Von der Thematik für diesen Abstellraum hier hinten, was war da so die Überlegung, einfach noch ein bisschen Staufläche zu haben? Genau, irgendwo ist ja noch Bedarf für Gartengeräte, Gartenbestuhlung, ich weiß nicht, irgendwo ist der Bedarf da schon gegeben, weil wir eben keinen Keller haben. Ne? Klar. Also ist so ein bisschen Kellerersatz an der Stelle, Wobei die Garage ja auch schon sehr groß ist, ja. Ja, richtig. Auf jeden Fall. Ne? Und vom Dachraum her hat man jetzt hier Möglichkeiten, den Dachraum noch zu nutzen? Nee, an der Stelle nicht, weil das Dach sehr flach gehalten ist in der Neigung. Ja. Nein, haben wir keine Nutzung. Also vielleicht das, was sich ergibt, ich empfehle immer dem Bauherrn schon auch eine Revisionsöffnung, sprich eine Einschubtreppe mit einzuplanen, damit ich mal immer von der Innenseite meines Daches auch schauen kann, ob alles in Ordnung ist. Und was sich da vielleicht noch an Nutzfläche ergibt, ist aber mit Sicherheit überschaubar. Okay, ja. Aber vielleicht noch ein bisschen Stauraum. Ja. Aber finde ich auch wichtig, dass man auch beim Bungalow dran denkt, dass vielleicht aus Wartungssicht mal sinnvoll ist, oben in den Dachraum zu kommen. So ist das, genau. Absolut. Ja, super. Das ist eigentlich schon der Bungalow, ne? Genau. Man kann vielleicht nochmal, wenn wir nochmal auf die Außenansichten schauen... Funktioniert hier überhaupt nicht. Aber jetzt. Ja. Wir haben noch eine schöne Eingangsüberdachung. Ne? Ergibt sich, glaube ich, auch ganz gut, weil die Garage ein bisschen vorsteht, oder? Genau. Okay. Ist auch immer sinnvoll, glaube ich. Ne? Obwohl man ja auch innen quasi direkt ins Haus kommt. Ja. Aber hier ist dann auch die Möglichkeit, drumherum zu kommen. Schöne Planung. Vielen Dank. Ja. Cool. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben und wir probieren immer alles zu beantworten. Genau. Ja. Gerne. Super, dann hören wir uns nächste Woche wieder.